Das ist die Arbeit der Barnstormers, zu Deutsch Scheunenstürmer. Denn da verewigen sie sich regelmäßig und verblüffen die Landbevölkerung mit sehr urbaner Kunst. Das machte sie berühmt. Williamsburg, Brooklyn. Dave Ellis muss für mindestens 20 Leute Bier holen. Heute Nachmittag steht Barbecue auf dem Programm. Im Hinterhof hat man sich schon eingegrillt. Stimmung steigend. Immer wenn die Barnstormers auf einem Haufen abhängen, kommt Familienstimmung auf. Jeder der Künstler lebt mehr oder minder vom Malen. Den New Yorker Kunstbetrieb beäugt man dennoch argwöhnisch. That should just seem kind of false. Diese ganze Kunstszene ist so falsch. Aber das hier ist echt. Man könnte mir 10 Millionen Dollar zahlen und ich würde mich daran nicht so freuen wie an den Leuten hier. Das ist eine Diamantenmine, eine Goldmine hier hinter mir. Und die würde ich nicht gegen allen Reichtum der Welt tauschen. This is a diamond mine right here. This is like a gold mine right behind me. And like, I wouldn't trade it for like the richest man in the world, you know? Einmal im Jahr geht es nach North Carolina. Hunderte von Tabakscheunen sind noch zu bemalen. Und die Bauern vor Ort sind inzwischen fast zu Barnstormer-Fans geworden. Auch wenn sie unsere Bilder nicht mögen. Sie respektieren uns wenigstens dafür, dass wir genauso hart arbeiten wie sie, wenn wir dort sind. Wir stehen bei Sonnenaufgang auf und malen bis Sonnenuntergang. Fleißig muss man also sein, um ein Barnstormer zu werden. Ansonsten gibt es keine Aufnahmebedingungen. Wer Lust hat, kann mitmachen. Bei so viel Offenheit fragt man sich, wie viele Barnstormer gibt es denn genau? Ich sage meist über 30, weil jeder, der jemals dabei war, ob der nun einen Tag da war oder die ganze Zeit, der harte Kern oder wer auch immer, jeder ist dadurch ein Barnstormer. Wir sind keine Gang, wir versuchen nicht eine Crew zu sein und niemand denkt, er sei besser als der andere. Wir streiten uns auch nicht. We're not a gang, you know, we're not trying to be a crew, like nobody's thinking like, oh, I'm better than this guy or, you know, like to argue or whatever. Mike ist Barnstormer der ersten Stunde. Seine erste Liebe war das Skateboard. Erst später entdeckte er Pinsel, Stifte und Dosen. Sein Studio unter der Manhattan Bridge ist verwaist. Viel lieber arbeitet Mike mit seinen Freunden. Allein fliegt man als Künstler leicht aufs Kreuz. I went to art school, so. Ich war auf der Kunsthochschule. Klar, die Schule hatte ich mir ausgesucht, aber ich wollte nie gemeinsam mit meinen 30 Mitschülern malen. Nach dem Studium hatte ich das Gefühl, so, jetzt bin ich erst bereit für die Schule. Und die Barnstormers wurden tatsächlich eine Art Schule für mich, etwas, bei dem ich unbedingt mitmachen wollte. Adak ist berühmter Graffiti-Writer aus der Bronx. Angefangen hat er schon in den 80ern. Er hat seine eigene Graff-Crew, die Inkheads, schätzt aber das Experimentieren bei den Barnstormers als kreative Bereicherung. Die Barnstormers sind fresh. Sie sind eine einzigartige Gruppe. Vielleicht lernen sie was von mir oder ich von ihnen. In jedem Fall großartig. Ich mag den Stuff. Ease ist seit 2 Jahren bei den Barnstormers dabei und eines der kommerziell erfolgreichsten Mitglieder. Mindestens 5-stellig ist der Preis seiner Bilder inzwischen. Sein einzigartiger Kalligraphie-Graffiti-Style passt auf die Leinwand und auf die Straße. Ich will persönliche Geschichten erzählen, aber wahrscheinlich wird sie niemals jemand lesen können, außer man studiert sie Wort für Wort. Hier im zweiten Absatz habe ich geschrieben, anfangs war es gefährlich, aber die Gefahr und das Abenteuer hatten mich angestachelt. Und auch das Kreieren. Nur weil man diese Kunst nicht auf der Straße macht, bedeutet das nicht, dass man nicht trotzdem mit dem ganzen Herzen daran hängt.
Ich sprühe immer noch auf der Straße, manchmal aber konzentriere ich mich auch auf die Arbeit im Studio. We're trying to find some sort of balance amidst a fucking incredible range of styles, man. It's like we're all so individually different, but like wir versuchen die Balance aus einer verdammt großen Anzahl von Styles zu finden. Wir sind alle so verschieden, aber wir lernen voneinander unglaublich viel über die Welt und selbst und auch über Kunst. Die größte Herausforderung ist, das live zu machen. Man darf dabei einfach nicht versagen oder man muss es schnell verstecken, weil die anderen zugucken. Beim Barbecue geht's jetzt an die Arbeit. Die Barnstormers vertonen ihren neuesten Zeitraffer-Film, der zum Verkauf auf DVD released wird. Perfekte Hippie-Idylle. Kein Wunder, dass alle Barnstormer ihre Crew so lieben. Nur das Trommeln sollten sie noch üben.